So, da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft. Wir haben hier schönes Licht, wir haben hier Fuel, wir haben hier die Rakete und deswegen riskieren wir mal einen Flug auf den Mond und gucken wir mal, wie es oben eigentlich aussieht. Ich weiß es ja gar nicht mehr, so Rakete hingestellt. Müsste ja schon Load Fuel machen, so, Energiehammer. Ja, lade die Rakete, wir werden gleich abheben. Hier am Laufen gar nichts. Du auch nicht. Ah doch. Hier die Raffinerie, da fehlt Öl. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Öl ranschaffen. So. Dann könnte ja jeder ein bisschen machen. Was mir gerade stört, wo kriegen wir hier eigentlich den Saft? Ah ja, genau, den Saft kriegen wir von da oben. Passt schon. Das ist eine normale Abteilung. Hier haben wir unser Dach, was ich nie fertig gebaut habe. Nie fertig gebaut. Nein, nein. Eigentlich funktioniert ja soweit alles schon, aber das müsste auf sein und dasselbe müsste ich nochmal verzubauen. War ich bis jetzt zu faul. So, was haben wir hier eigentlich? Kuhfurz in Übermaß. Ach du Kacke, was machen wir hier dann? Hier fehlt auch der Besen, oder? Nee, da fehlt überhaupt alles. Aha, okay. Das habe ich anscheinend auch schon abgebaut. Travel Anchor. Ah, oh ja, Solarzellen. Da ist ja diese komische Solarzelle, die dauernd EU produziert. So, die Rakete ist anscheinend geladen. Ich hoffe es einfach. Wir riskieren. Wir starten einfach. Ja, geladen ist sie, passt. Wir starten in die Atmosphäre. Und ab geht die Post. Bam, und wir fliegen nach oben. Boah. Schön durch unser Gebäude durch hier. Zack, nach oben raus. Und wir verlassen diese ganze ätzende Welt hier. Hoch knapp neben den Wolken vorbei. Vielleicht fliegen wir mal ganz genau rein. Zack. Die Welt verschwindet. Es geht nach oben in den Himmel. Wir heben ab, Leute, wir heben ab. Nein. Die Erde wird immer kleiner. Die Sonne immer größer. Eigentlich nicht, aber egal. Die Erde schwindet. Man sieht hier schön mehr Wasser als wie Land. So wie es gehört. Die Sonne wird nicht größer. Ich sehe keinen anderen Planeten. Nein. Von da unten der Mond. Sonne. Aber ich sehe keinen anderen Planeten. Und hier haben wir das Auswahlfenster. Wir können eine Station bauen. Nee, das wollen wir nicht. Wir machen Mond and Send to Dimension. Und wenn ich mich nicht irre, muss ich hier dann Space drücken. So, damit ich langsamer lande hier auf dem Mond. So, wir fliegen mit minus 12 Meter. Ja, es passt noch, wir sind 300 Meter vom Mond entfernt, ich sehe nix. So, jetzt kommt irgendwas schwarz wird jetzt. Und gelandet, Leute, gelandet. Hier sehen wir die ganzen Monster und so weiter. Wir steigen jetzt aus. So. Ja, und ich glitche, also es ist wie Eis hier. Ich kann hier voll geil rumspringen. Hui, ja, hier sind Fußspuren, jede Menge, die wir hinterlassen haben. Und hier ist eine Blase. Wir haben ja hier unsere zwei Lufttanks, die ziemlich leer schon sind. Die werden auch leerer, weil ich muss ja atmen auch hier am Mond. Da hat man ja keine Luft. Yeah, boing, ui, flieg weg hier. Boing, die Mondlandung kann man das sagen einfach. Weil wir die schon mal hatten, aber egal. So, können wir hier unsere Sauerstoffflaschen irgendwo aufladen? Das weiß ich gar nicht, ob ich da schon irgendwas gebaut habe, wo ich die aufladen kann. Geht das so? So, jetzt klopfen die an meine Tür natürlich.
weil ich die belästigt habe. Aber okay, damit kann ich leben. Ich müsste ja eigentlich hier irgendwo Oxygenkompressor, Refinery, Fuel oder Coal. Storage Modul, mit dem müsste es ja geben, wenn wir das hier einfach irgendwo dran schließen. So anscheinend nicht. Weg damit hier. Was? Achso. Ich wollte den eigentlich hier so dran schließen. Aha, ja, nee, das wollte ich auch nicht. Den Kack hier. Oh. Alter, haltet die Schnauze hier. Seid ihr wohl sowas von lästig hier? Wie, ey. Ich will hier einfach nur die Tanks laden. Kann ich die laden? Hier nicht. Hier, wo erzeugt wird, auch nicht. Oxygen, 31. Der kriegt genug. Fuel oder Refiner, Oxygenkompressor vielleicht. Hey, jetzt geht ihr mir auf den Sack da. Verschwindet mal. Komm her, du. Oh, da hab ich die Lampe kaputt gehauen. Scheiß Monster hier. Mal gucken, ob der Oxygenkompressor der richtige ist. Mal gucken. Ja, hier kann ich. Da braucht aber Strom auch. Dann braucht man hier. Oh. Das hat immer der Nachteil. Da fliegt dann alles davon. Gell? Das muss man halt auch bedenken. So. Brauche ich hier noch Strom? Ich habe sie ja noch irgendwo ein Käbelchen. Na sicher, genügend. Ah, hier hätte ich ja noch volle Benzin, denke ich. So. Genau, da füllt sie und jetzt kann ich die hier reinklatschen. Und da geht mir so was auf den Sack, wisst ihr das eigentlich? Ich würde das einfach anders machen. Ich würde hier zu betonieren. So, dann haben wir keine Tür mehr, dann kann keiner mehr klopfen, verstanden? Die Tür machen wir hier als Tier dahin, so. Damit die endlich die Schnauze halten. Passt, der wird schön langsam gefüllt, das passt mit 20. Und der hat noch genug, 200, 220 ergibt. Und wie viel produzieren wir hier? Wir produzieren 400 irgendwas. Teller hat ja mit 20, okay, dann haben wir eh relativ viel Überschuss. Wenn man das so nimmt. Zack. Okay, hier oben ist die Erde, wie man sieht. Wir haben aber auch hier, wenn man anders bedenkt, ziemlich viel Bäume, gell? So, das brauche ich nicht. Wir gehen mal kurz ein bisschen erkunden. Da haben wir das neue Grasflasch drauf. Zack, zack. Und gehen mal draußen gucken. Wegpunkt haben wir, das passt. Gehen wir mal hier ein bisschen rumfliegen. Ich glaube, das haben wir sogar schon gemacht mal, oder? Hier haben wir uns eine schöne Turm gebaut. Ich finde es schade, dass man diese Raketenplattform hier nicht irgendwie verwenden kann, so als ja, zum Rumfliegen oder so, das wäre ja cool. So. Weiß ich gar nicht, haben wir eigentlich schon mal Mondgestein gefunden oder noch nie? Hat jeder dabei oder? Das weiß ich leider selbst nicht. Schöne Höhle hier, ziemlich dunkel würde ich sagen. Wenn der Creeper uns hier in die Luft springt, dann ist es ziemlich hell. So, wir haben ja hier, genau, so. Können wir Licht machen. Wenn wirklich zu dunkel ist. Wir müssen hier nach Krater Ausschau halten. Den damit der Loch haben. Hier haben wir einen Mondstein. Den müssen wir dann sammeln. Da fliegen da meistens, wo wir kommen, solche Dinger raus, solche Rohrmeteoriten. Hohe Meteoriten und sowas. Zack, hell. Davon werden wir ziemlich viele brauchen. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gesammelt haben oder ich gesammelt habe. Was ist hier? Achso, nix.
nächstes hier. Mal gucken, ob ich vielleicht auf der Map dann irgendwas erkennen kann. So, hier machen wir noch so. Mal gucken. Vielleicht dieser Bau. Kommt trotzdem nur einer auf. Schade. Oh, das ist ein großer Krater hier, oder? Schaut das nur so aus. Ja, auch. Müssen wir nur aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen hier. Ey. Hier ist wieder ein Gestein, den holen wir uns natürlich. Oh, der brennt noch. Der hat noch gebrannt, der war noch heiß. Ah, ist ätzend, man kriegt wirklich nur eins aus jedem raus. Soviel ich weiß, müssten der Höhen auch Gewöhnsysteme hier rum. Da findet man dann Schaltpläne oder Pläne, wie man sich einen Mondbuggy bauen kann. Da kann man mit diesem Buggy rumfahren. Das wäre schon mal eine Alternative für uns, oder? So ein bisschen rumgucken durch die Gegend. Wäre cool. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Eingang gefunden. Finden wir mal irgendwann irgendwo einen. So. Ja, auch nix. Bin da nicht mal viele Meteoriten, ey. Voll komisch, okay. Da waren schon mal mehr, so viel ich weiß. Oder liegt das halt an der Version, dass diese Version schon etwas älter ist? So, unterirdisch mal gucke hier so. Sicher auch nix. Und hier haben wir wieder Meteoriten. Wer schneller, ich oder gleichzeitig? Meteoritengestein bleibt hier. 4 Stück. Wow, wir sind ja schon reich. Was leuchtet hier? So eine Auranot. Ah, trotzdem noch keinen Eingang gefunden. Das nervt mich etwas. Ich dachte schon, dass wir hier was finden würden. Sind wir einfach zu nah an der Base? Nee. Sind eh schon ziemlich weit weg. Hier ist ein großer Krater. Vielleicht ist hier was. Nö. Das erkennt man normal gleich, diese Eingänge hier. Normal gar nicht so klein. Man müsste sie sogar auf der Karte sehen. Die Höhleneingänge. Was natürlich doof ist da unten. Ne, da ist nichts. Ja, oder wie gesagt, es ist halt in dieser Version noch nicht verbaut. Das... Oh, ne, SMS. Es kann natürlich auch sein, dass dies das Problem ist. Hier, nee, nix. Ja, auch nix. Naja, dann kehren wir zu Base zurück. Hier machen wir ein paar Dinger frei hier. So. Ein paar rumschießen hier. Was haben wir hier eigentlich gegraben? So, einfach nur ein Tunnel da unten. Das ist ja begeisternd. Vorne auch noch ein bisschen ausleuchten hier. Die Gegend. Zack, zack. So, ich mal ein bisschen ausleuchten hier. Dass man hier nicht so viele Monster spawnen überall. Da, so. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier in der Kiste noch was haben. Müsste es ja voll sein mittlerweile, genau. Tauschen wir den aus durch den hier. Dann hat er wieder was zu laden. Und hier müssen wir gucken, hier haben wir einen von diesen Meteoriten. Bohnenmehl haben wir ja auch jede Menge. Wir könnten ja hier ein zweites Windrad anschließen. Oh. Hallo Spinne, willst du nicht mehr kämpfen? Dummes Vieh, verschwind hier. Oh, da habe ich ein Blatt abgehauen wegen dir. Ja, da kommt die zweite auch noch. Komm,
Komm, schau, dass du Meter gewinnst hier. Können wir hier noch ein zweites Windrad mal dran schließen, so. Da haben wir gleich mal mehr Bauer, falls hier wirklich mal knapp werden sollte. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Denn ich weiß nicht, 4 Kilowatt und wir produzieren hier Volt, 120 Volt für Kilowatt, 120 Volt für Kilowatt. Wir produzieren hier, keine Ahnung, Kilojoule. Umrechnungsfaktor kenne ich nicht. Es funktioniert und das ist das Wichtigste, würde ich sagen. So. Jetzt können wir entweder hier das Fuel laden und nach Hause fliegen oder wir machen einfach Home. Oder wir bleiben auf dem Mond und bauen uns hier eine neue Base, wobei ich die Gravitation hier am Mond überhaupt nicht leiden kann. Was ist denn das? Jeez. Was können wir da raus machen aus diesem Käsekuchen da? Wow. Wirklich ein Käsekuchen. Was ist eigentlich in dieser Ender Chest drin? Weißt du vielleicht einer von euch? Kohle. Na super. Naja, dann würde ich sagen, war es das auch mit der Folge. Wir reisen nach Hause mit Home. Die Rakete haben wir mit, das passt. Setzen die unten hin. Beziehungsweise in die Kiste, aber wenn ich sie aufgebaut habe, verschwindet die immer. Deswegen setze ich die immer in die Kiste rein. Und würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Mondreise gefallen. Ich fand es gar nicht so schlecht. Gucken jetzt noch mal, ob wir das Tor hier bewegen können, nachdem wir hier die Spinnen los sind. Wir hatten oben auf dem Mond schon Spinnen und jetzt hier Spinnen. Genau, da kann man das Tor schon schließen. Wie gesagt, haben wir noch nicht automatisiert, aber man sieht, man könnte es schön schließen. Da hinten ist ein Enderman, ein Babyfuzzi Enderman. Bewegt man das Tor schön zusammen und zack, es wäre wie geschlossen. Auf der Map sieht es noch teilweise. Schau, auf der Map. Ist noch offen zu? Ne, jetzt ist es zu. Da gucken wir mal, dass wir uns da schnell verstecken hier. Na? Zack. Wenn wir hier mal dann runtergehen und rausschauen. Oh, jetzt sind wir beim Zug herunten. Da wollten wir ja auch noch was machen. Siehe da, es ist geschlossen. Wir kommen nicht mehr raus. Jetzt können wir mit der Rakete ja nicht mehr rausfliegen. Denn es ist geschlossen, Leute. In diesem Sinne, ciao.